Yay, Halleluja. Freunde des gepflegten Krachs, erzeugt mit einer Ukulele. Ich dachte, wir spielen einfach noch mal ein bisschen was mit den vielen Dingen, die ich in den vergangenen Tutorials so gezeigt habe. Und ich nutze die Gelegenheit, selber ein klein bisschen zu üben, weil das Ding, das wir spielen, ist nicht so einfach, auch wenn es auf den ersten Blick ziemlich einfach daherkommt. Es geht um Breed von Nirvana und ich denke, das Hauptriff habe ich euch rap-zap gezeigt. Wir brauchen dazu ein Powerchord auf A in unserem Fall. Die Originaltonart ist drei Halbtöne tiefer. Was ist denn das? Fis müsste das dann sein, wenn ich mich nicht täusche. Also wir brauchen zweiter Bund G-Seite, vierter Bund C-Seite, fünfter Bund auf der E-Seite, sodass wir diesen hier haben. Und den schlagen wir einfach zweimal down an. Und dann nehmen wir einfach nur den Zeigefinger runter. Und legen ihn wieder hin. Jetzt geht's einfach weiter. Wir schieben den ganzen Griff um drei Bünde nach oben auf den fünften Bund. Und machen ein Bend mit dem Zeigefinger um fast den ganzen Ton nach oben. Im Original wird wahrscheinlich tatsächlich nur die E-Seite gezogen auf der Gitarre. Jetzt ist es so, die Gitarre hat sehr viel längere Strippen und speziell jetzt auf der kleinen hier sind echt fies dicke Saiten drauf. Ich tue mir ein bisschen schwer, so die G-Seite so fies zu ziehen. Wenn ich nicht ganz hoch komme, naja, Gottes Willen. Leichte Schwächen im Spiel lassen sich durch etwas mehr Verzerrung problemlos ausgleichen. Wir hatten also den hier. Jetzt hochrutschen und ziehen. Und jetzt kommt nochmal die leere G-Seite hinterher. Dann halten wir den ganzen Kram fest und machen es nochmal. Und ihr merkt es vielleicht, in den letzten Videos habe ich immer den Daumen so oben drüber liegen gehabt und so ein bisschen cooler ausgesehen beim Greifen. Hier mache ich jetzt tatsächlich so eine ganz amtliche Haltung, weil ich sonst nicht genügend Druck auf die Finger kriege, um den hochzurutschen, weil sonst müsste ich lösen. Und ihr werdet merken, das macht einen riesigen Unterschied. Wenn ich das mal verzerrt spiele, dann klingt das, so wie ich es euch jetzt gezeigt habe, folgendermaßen in schön langsam. Ich glaube, so schnell wie im Original kriege ich es auch noch nicht hin. 2, 3, 4. Würde ich jetzt den Daumen nach oben legen, dann hätte ich nicht so viel Druck auf den Fingern und dann würde es tatsächlich so klingen. Ihr merkt, ich habe dann so ein Loch zwischen dem zweiten Bund und dem fünften Bund. Das ist nervig, klingt scheiße. Deswegen schön viel Druck auf die Finger und wir machen es einfach nochmal. Mit Verzerrung. 1, 2, 3, 4. Yay! Das wäre eigentlich das Thema von dem Stück. Jetzt gibt es noch zwei weitere Teile. Der zweite Teil ist die Strophe. Tatsächlich ist das super einfach im ersten Moment, denn die Gitarre, respektive die Ukulele, spielt einfach Zeigefinger im, was sind das, neunter Bund auf der C-Seite, Powerchord, das heißt der kleine Finger kriegt den zwölften Bund, auf E- und A-Seite noch dazu.
Und das jetzt einfach in Achteln durchstrummen. Down, up, down, up. 2, 3, 4. Jetzt kommt noch eine Stelle dazu. Alle 4 Takte ist so ein bisschen Freestyle auf der Gitarre angesagt. Da wird was reingespielt. Wir können es uns ja vielleicht ein bisschen einfacher machen, indem wir sagen, okay, wir greifen jetzt nur noch diese 2 Finger, das heißt 9. Bund Zeigefinger C-Seite und 10. Bund Mittelfinger auf der E-Seite und ziehen das so fies mit einem Vibrato. Oh, der kleine Finger kann da oben gerne liegen bleiben. Jetzt muss man die ganze Sache nur zählen und das ist ein bisschen tricky. 1, 2, 3, 4. So eine Art. Mit Verzerrung. Apropos Verzerrung. Ich spiele jetzt ein Fuzzpedal und das ist ziemlich eklig eingestellt. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich spiele auf dem Neck-Tonabnehmer. Nicht auf dem. Wobei, ich merke gerade, beim Fuzz macht das eh nicht so einen riesigen Unterschied. Hauptsache laut und dreckig. 1, 2, 3, 4. Eure Katze läuft davon, wenn wir das noch länger machen. Das wollen wir ja auch nicht. Jetzt kommt noch einmal im letzten Takt dieses hinterher und dann der Refrain. So, der Refrain ist auch nicht sehr viel schwieriger im ersten Moment. Wir haben einmal ein Powerchord im 5. Bund der C-Seite. 5, dann kleiner Finger. 8 und 8 auf E- und A-Seite. Das wäre nach Adam Riese F. Dann wechseln wir auf den Powerchord über C auf der G-Seite. Das heißt 5. Bund, 7. Bund und 8. Bund. Den verschieben wir jetzt 3 Bünde nach oben. Was auch immer das ist, müsste eigentlich ein S sein. Und nochmal einen Bund tiefer. Dann sind wir bei D, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ihr merkt schon, das mit den Tönen ist alles nicht so wichtig im Rock. So, und jetzt haben wir D, D, T, D, D. Der Trick ist, dass wir das relativ schnell wechseln müssen. Wir haben Down, Up, Down für F. Und jetzt mit dem Upstrum müssen wir schon runter aufs C. Und genau dasselbe machen wir mit den anderen Beigriffen S und D. Und das könnt ihr jetzt auch so ein bisschen auffüllen zwischendrin. 2, 3, 4. Mitgebraten. 2, 3, 4. Und jetzt haben wir das ganze Lied schon. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
weiter und so fort. Uff, ja, habe ich mich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich gehe üben. Nehmt euch das Original ein bisschen höher, machen 3 Halbtöne, wenn ich mich nicht verzählt habe, und spielt mit. Das Ding ist super schnell am Ende, aber wenn ihr das ordentlich laut spielt, dann macht das auch richtig, richtig, richtig Laune. Garantiere ich euch. Apropos Laune, wenn ihr die Laune habt, dann klickt ihr auf Abonnieren in meinem Kanal und auf Like bei diesem Video. Wenn ihr noch Fragen, Grüße, Wünsche, Anregungen habt oder irgendwas nicht verstanden, dann schreibt es mir runter in die Kommentare. Ansonsten, es folgt bestimmt bald wieder ein Video zu dem Thema. Garantiert sogar. Bis dahin, bis sees.